Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Fallout. Ja, da kommen schon gleich ein paar sehr böse Roboter auf uns zu. Ada, mach du mal. Och. Naja. Das ist nicht stark, oder? Obwohl, es geht. Es geht. Lösch mal weg. Und hier den machen wir mal so. Ciao. Naja. Und der letzte hat Ada umgehauen. Der Schrottbot. Autsch. Ah, der haut auch gut rein, ne? So, was habt ihr dabei? Reparaturzelt. Das Mod nehmen wir auch mit. Wo ist der Augenbot hingeflogen? Da. Ja, das Holoband 2. Oh, das haben wir noch nicht. Und noch ein Mod, okay. Das Holoband 2 Daten. Ne, Quatsch, Inventar. Holotapes. Ah, hier, das erste kann man, das zweite hören wir mal rein. Bewohner des Commonwealth. Ich bin es, der Mechanist. Ich komme, um euch vor einer neuen Geißel zu warnen, die Unschuldige bedroht und meine Roboterverbündeten vernichtet, die euch nur retten wollen. Diesem Schurken ist es egal, was wir erreicht haben, aber wir werden ihn finden und zur Strecke bringen. Na, ja, hoffentlich meinen die nicht uns. Auch? Na, selbstverständlich meinen sie uns, aber ist ja egal. Wir waren auf dem Weg nach... Hier unten. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Wir mussten ja hier über den Fluss und wir wollten diese Brücke da nehmen. Wobei ich glaube, die eignet sich nicht so besonders gut. Außer wir können sehr weit springen. Hoppala. Ich hab was gehört. Da ist nichts. Aber wo sind die? Sind da oben drauf? Stimmt, oder? Nee, hier unten ist ja schließlich niemand. Okay, dann schleichen wir mal weiter durch. Und weiter im Norden ist noch eine andere Brücke. Vielleicht können wir die ja nehmen. Nein, nein, hier ist keiner. Stechflügler. Mhm. Viecher werden immer ekliger. So. Zutaten nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür die noch gut sind. Die Brücke da sieht ein bisschen besser aus. Oh, noch einer. Oh, man kann den Stachel abschießen. Und der hat auch eine geeignete Blutprobe dabei. Das ist doch schön. Na wohl, die Brücke sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, die nehmen wir. Baller. Wo war ein Rennen? Das hier ist Rennen. Bei Skyrim ist Rennen auf der Alt-Taste. Da komme ich immer durcheinander. So, Brücken sind ja immer gefährlich hier in Fallout. Aber die hier scheint ja relativ richtig zu sein. Okay. Will ich darum? Naja.
Niemanden, den wir looten können, also kann er liegen bleiben. Ja, ja, ja. Nun denn, jetzt den ganzen Weg nach Süden. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit. Ansonsten, ja. Na, komm. Hier. Ansonsten wird es halt ein bisschen dauern. Aber wir haben noch Zeit, oder? Also ich habe es nicht besonders eilig, das Spiel durchzuspielen. Lieber ein bisschen hier genießen. Und auch erkunden. Wer schreit da rum? Gut, wir müssen auch nicht alles erkunden, ne? Was da rumschreit, ist mir gerade mal egal. Aber hier, das Schiff, das sieht interessanter aus. Oh, hallo. Bier. Bier brauchen wir nicht. Aber die Angel können wir mitnehmen. Und was ist hier? Na, Hundefutter in der Dose. Ist halt nichts, oder? Aber sonst ist ja auch nichts mehr. Na, nicht ins Wasser. Ich hoffe, wir können die Quest überhaupt lösen. Ja. Oh. Bald habe ich's drauf. Versprochen. Oh, eine Tankstelle. Aber wir kommen nicht rein. Schade. Schade, schade. Ich will nicht auf eine Spur stoßen. Daher macht mir die Strahlung nichts aus. Bei Ihnen ist das anders. Ja, ich merke das schon. Aber wenn man sich auf so ein Strahlungsfass draufstellt, dann ist man schon selten dämlich. Was ist denn das für ein Symbol da unten? Ein Baum? Da wir ja noch ein bisschen weiter nach Süden müssen, laufe ich mal drauf zu. Der Baum. Robotics Pioneer Park. Ah ja. Ein einzelner Baum in der Mitte. Aber okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Eine Statue, unleserlich. Oh. Da kommt die Bruderschaft angeflogen, oder? Und ein Schuss noch. Okay. Das höre ich gerne. Was soll das? Was wollt ihr hier? Oh, auf euch wird geballert von hier hinten. Schleichen uns auch mal ran. Mal gucken. Da landen sie gleich. Oder? Ach nee, sie springen einfach raus. Ein Supermutanten Scharmützler. Aha. Dann können wir ja gleich. Was? Dann können wir gleich einfach ein bisschen looten. Oh, wen haben wir hier? Ein schlechter.
glaube, der ist ein bisschen stärker, oder? Na dann. Geh in den Nahkampf, Adam. Einer. So, die Hunde sind schon weg. Hey, 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 wer schießt auf mich? Könnt ihr mal? Eine Fusionszelle und wir haben den Schrottpalast entdeckt. Nein. Vital. Supermutanten Schulterwunden. Die nehmen wir nicht mit. Ah, das nehmen wir mit. Option nehmen wir mit. Oh, ein Expertenschloss. Na, so. Nee. Verschafft. Was haben wir denn hier? Vorkriegsgeld, das, das und das. Danke. So, habt ihr das wieder hingerichtet? Hingerichtet. Habt ihr es gerichtet? Ist alles hier hinüber. Sieht so aus. Na gut. Dann würde ich sagen, es gibt hier ein Unwetter. Wir laufen mal weiter Richtung Questmarker. Und ich muss die Waffe wechseln. Das ist nicht so schön. Es geht auch langsam die Munition aus, ne? Na gut, hier haben wir ein bisschen was. Ah, und da auch noch, okay. Dann benutzen wir jetzt erstmal eine Weile die Laserpistole. Das scheint hier normales Unwetter zu sein. Nicht dieses radioaktive. Oh, was fliegt da? Eine schwarze Blähfliege. Ciao. Da lang. Noch 35 Meter. Rand des leuchtenden Meeres. Ich hoffe, ich muss nicht nach da oben, ne? Aber der Questmarker. Oh. Oh. Na gut, da müssen wir noch eine Weile laufen. Hier ist alles radioaktiv, oder? Sieht so aus, wir sollten mal was dagegen nehmen. Hilfsmittel. Strahlung widerstehen 100 für 3 Minuten. Nehmen wir mal das. Wenn wir schon dabei sind, heilen wir uns auch einmal. Wir hätten uns vielleicht so einen Schutzanzug holen sollen. Naja. Solange hier keine fiesen Viecher rumlaufen, ist ja alles gut. Oh. Und da ist dieses Unwetter. Und ich glaube, sobald hier unser Strahlungsschutz aufhört, sind wir ziemlich im Eimer. Boah. Keine sehr schöne Gegend auf jeden Fall. Na, mit. Hier das Ding ja wohl mega eingeschlagen haben. Wobei, dann würden hier weniger Bäume rumstehen, wenn hier die Bombe detoniert wäre.
Aber gut. Oh nein, oh nein. Ja, ja, ist ja gut. Da können wir dann doch nicht springen. Wir hätten uns so eine Power-Rüstung mitnehmen sollen, oder? Andererseits 3 Minuten. Da ist ein Skorpion. Da auch. Und da ist Adda. Na gut. 3 Minuten sind auch schon recht lang. Von daher. So, Skorpion. Du hast mich verloren? Ach, du kannst mit einem Skorpion. Na gut. Helfen wir dir mal. Alles für die EP. Und weiter Richtung Ziel. Oh. Das müssen wir umgehen. Naja. Ich hüpfe ja schon schnell rüber. Oh Gott. Umgehen ist leicht gesagt, ne? Aber ich glaube, wir sind bald da. Ich weiß nicht, wie viel Strahlung wir bekommen würden, wenn ich die Pille nicht geschluckt hätte. Oh. Auch nur einen. Na, dann hat sich's ja mega gelohnt. Oh, 3, 4. Okay, ich hau wieder eine rein. Mal das. Und das. Okay, da unten ist eine Hütte. Krater des Atoms. Hallo, na? Die große Spaltung steht bevor. Die Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Ah ja. Hey. Atoms Ruhm muss überall hin verbreitet werden. Hi. Möge die Spaltung dir Frieden bringen. Na, ihr seid ja ein bisschen bescheuert. Wen haben wir hier? Niemand wird der großen Spaltung entgehen. Am Ende werden wir alle Kinder des Atoms sein. Bleib stehen, Fremder. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Schänder. Aus welchem Grund? Jetzt legen wir los. Was habt ihr für coole Waffen? Machen zwar nicht viel Schaden, aber die sehen cool aus. Oh, und da kann sich beamen. Wo bist du denn? Da. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kind? Ja, fragen wir sie mal aus nach. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das wird schwer hier. Hallo? Wir sind auf mich. Ich bin wohl. Vorerst. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ich muss mit dir reden. Können wir jetzt mal reden, bitte? Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber Atom hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Aha. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kind? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird.
Mehr ist nicht zu sagen.